dieses Land, unser Land Deutschland, hat einen harten Stabilitätskern. Und dieser Stabilitätskern ist der Freistaat Bayern. Und deswegen kann man notariell, objektiv und notariell bestehen. Zeugen können Sie jedem sagen, Freunden, Bekannten, Verwandten, Mitstellern, meistens das Gleiche, können Sie Ihnen Folgendes sagen. Europa ist heutzutage nur noch stabil, weil es Deutschland gibt. Aber Deutschland ist nur so stark, weil es uns Bayern gibt, meine sehr verehrten Damen und Herren. Das steht fest. Kann nicht mehr. Ready to wake up. Hallo, servus. Grüß Gott. Ich sage Ihnen, wie ich es Ihnen schon oftmals gesagt habe, für Unterstützung zu, dass ich dieses Thema einfach aufs Tableau bringe, dass ich das thematisiere. Das wissen auch meine Kollegen, aber ich kann Ihnen nichts versprechen, wo Sie einfach nicht selber haben. Sie wissen alle, wir leben in einer Stadt, in einer guten wirtschaftlichen Region und wir haben viele Dinge, über uns andere Regionen beneiden. Vor allem auch im Deutschlandvergleich um eine Arbeitslosenquote, wo wir hier 1,7% haben. In meinem Wahlkreis ist Schrobenhausen jetzt auch neu dabei, ebenfalls 1,7% und im Freising mit 1,9%. Deshalb ist es wichtig, dass wir eine ordentliche und gute Standortpolitik für den Bereich der Wirtschaft machen, weil eine gute Wirtschaft und eine florierende Wirtschaft ist natürlich auch ein Faktor für Wohlstand. Dann ist die Basis dafür Beschäftigung. Und wenn wir auch mit unseren Produkten vielleicht etwas teurer sind, ich möchte hier unter Israel und den ehemaligen Wirtschaftsminister zitieren, der immer gesagt hat, um das, was wir teurer sind, müssen wir auch besser sein. Und diese Philosophie, die vertreten wir hier in Bayern. Aber, und das macht uns schon Sorgen, wir haben gleichzeitig 470 offene Stellen, die wir nicht besetzen können. Meine sehr geehrten Damen und Herren, erlauben Sie mir aber auch ein Wort dazu zu sagen, und das glaube ich ist der Geiselfeld auch sehr wichtig, dass man zu diesen guten wirtschaftlichen Daten und natürlich auch zu dieser guten wirtschaftlichen Situation, dass wir hier auch Straßen brauchen, dass wir die Schiene brauchen, dass wir hier auch Veränderung in diesem Bereich benötigen, gerade auch an der A9, dass wir höhere Lösungen benötigen für den Themenbereich der Mobilität. Eine Meinung haben und dort so steht. Und wenn dieser Spruch oder dieser Satz stimmt, dann bin ich schon beim Thema Markus Söder, ein Mann, der die bayerische Politik seit vielen, vielen Jahren bereichert, der Ecken und Kanten hat, aber der vor allem auch zu seinen Zusagen steht. Und deshalb ist er heute auch da. Herzlichen Dank und herzlich willkommen in meinem Wahlkreis. Ich bekenne mich zunächst mal, ich bin ein Fan des Mittelstands. Denn meine Eltern, meine ganze Familie waren immer Mittelständler. Also die haben nie darauf warten können, dass ihnen das Geld gibt, die mussten es immer selber verdienen. Mein Vater war Handwerksmeister, Maurermeister. Der hat mich in frühen Jugendjahren mal getestet, ob ich in der Lage wäre, ein Mittelständler, ein Handwerksmeister zu werden. Und ich muss zugeben, es endete so, dass mein Vater mit seiner Expertise damals sagte, Bub, du hast zwar linke Hände, aber recht großes Mundwerk, für dich kommt als Beruf bestenfalls Pfarrer oder Politiker in Frage. Für Pfarrer hat es moralisch nicht gereicht. Das finde ich, muss man einfach mal sagen, bei allen Problemen.
Wenn wir einen Blick um uns herum machen, meine Damen und Herren, einfach um uns herum, und dann überlegen, wie es anderen geht und fragen, wie es uns derzeit geht, dann finde ich, kommt man schnell zum beeindruckenden Ergebnis. In der Welt gibt es fast nur noch Krisen in letzter Zeit. Die politischen Systeme werden immer seltsamer. Selbst beste Freunde über 40 Jahre hinweg leisten sich Präsidenten, die nicht nur durch extravagante Frisuren auffallen, meine sehr geehrten Damen und Herren. In Europa viele wirtschaftliche Probleme. Grexit, Brexit. In Frankreich fand eine fast schon Revolution statt, eine politische, weil das Land extremste Probleme hat und nach wie vor in ganz Südeuropa viele finanzielle Sorgen und eine ganz hohe Jugendarbeitslosigkeit, wo man nicht Lehrstellen sucht, sondern wo man Arbeitslosigkeit verwaltet. Und wenn ich dann mal vergleiche, wie es anderen geht und überlege, wie es Deutschland geht, meine Damen und Herren, das ist doch kein Satz für die Wahlleitung für ihn, sondern einfach objektiv, dann finde ich, meine Damen und Herren, uns ist so gut gegangen wie nie und ich finde, wir sollten ein bisschen stolz und dankbar darauf sein, dass Deutschland in einer solch Top-Verfassung ist, meine sehr geehrten Damen und Herren. Finde ich, kann man anders sagen. Ich glaube, das Entscheidende ist, meine Damen und Herren, dass wir daran arbeiten und dafür werben, dass es auch so bleibt. Meine Damen und Herren, es ist tatsächlich so. Ich glaube, dass Politik viel an Weichenstellungen bewirken kann, in gut wie in schlecht. Denn der Fleiß der Menschen, die Einsatzfreude, die Kreativität von Unternehmen ist da. Aber dürfen sie, lassen die Politik sie zu. Und deswegen gibt es drei, vier Weichenstellungen, die schon im Herbst mit entschieden werden und die wichtig sind. Ich fange mal mit meinen Themen an von Geld. Ich war vor einigen Wochen in Griechenland. Nicht auf Urlaub, sondern bei der dortigen Regierung, beim Finanzminister. Der dortige Finanzminister erklärte mir, er, das war noch in den Umfragen war noch besser für die SPD, hat erklärt, man hoffe, also freue mich, dass ich da bin, musste mich auch empfangen, wir sind ja indirekt Gläubiger. Aber er freue sich endlich auf den Regierungswechsel in Berlin. Er setze darauf, dass eine rot-rot-grüne Regierung kommt. Das tut er nicht, meine Damen und Herren, weil die Hoffnung bei SPD und Linken groß ist, dass die Griechen dann freundlicher sind per se, sondern weil es eine klare Linie gibt. Meine Damen und Herren, wir erleben in Europa nach wie vor eine Finanzkrise, die nicht so sehr in den Medien, aber doch aufgrund der Schuldensituation evident ist. Länder wie Griechenland, wie Spanien, wie Italien haben nach wie vor erhebliche finanzielle Probleme. Mit dem Ausscheiden Großbritanniens ändert sich auch die Finanzarchitektur in Europa. Und es gibt von vielen Ländern den grundlegenden Wunsch, etwas anders zu machen als bisher, nämlich dafür zu sorgen, dass Schulden neu strukturiert werden. Dass griechische Schulden nicht mehr in Griechenland bleiben, sondern dass diese Schulden intelligenter verteilt werden. Schauen Sie, wenn ich Finanzminister in einem anderen Bundesland wäre, hätte ich dafür auch Verständnis. Denn der Freistaat Bayern zahlt jedes Jahr 6 Milliarden Euro von ihrem Geld in den Länderfinanzausgleich, ohne dass jemals, meine Damen und Herren, ein regierender Bürgermeister von Berlin jemals Dankeschön gesagt hätte, einen Blumenstrauß überreicht hätte oder den Abgeordneten mal zu Bier eingeladen. Und deswegen bin ich der festen Auffassung, dass es nicht sein kann, dass wir in Europa den gleichen Fehler begehen, den wir in Deutschland endlich abschaffen, nämlich das Schuldenmanagement neu zu machen. Ich sage eines, ich bin der Auffassung, Schulden teilt man nicht, Schulden muss jeder selber bezahlen und darum ist eine klare, ganz wichtige Botschaft. Wenn wir einen grundlegenden politischen Richtungswechsel in Berlin im September erleben, dann werden wir auf Dauer einsteigen in einen europäischen Finanzausgleich und dann werden wir Deutsche, wir Bayern, die Schulden anderer Länder bezahlen. Und unsere klare Botschaft ist, meine Damen und Herren, man kann anderen Ländern helfen, aber die Schulden müssen diese Länder selber bezahlen. Das können wir nicht leisten. Zweitens, ich sage Ihnen ein Dankeschön, dass Sie, ich weiß nicht wie freiwillig, aber ich hoffe doch alle, so viele Steuern bezahlen. Einige schauen zu Boden, das können wir hinterher noch erklären, da sitzen ein paar vom Finanzamt da. Aber im Grunde genommen, ein Dankeschön. Noch nie haben die Deutschen so viel und so gut Steuern bezahlt wie jetzt. Bund, Länder und Gemeinden schwimmen in Geld im Vergleich zu Griechenland. Schwimmen in Geld. Übrigens in zweierlei Hinsicht. Nicht nur, weil die Rekordsteuereinnahmen sind, sondern aus einem anderen Grund, das trifft vor allem für den Bund zu, weil die Zinsen so niedrig sind für alte Schulden.
Deswegen muss der Staat, Wolfgang Schäuble hat mehr Schulden natürlich als Theo Weigel, zahlt aber praktisch kaum mehr was für die Mehrschulden als damals Theo Weigel, weil die Zinsen gibt. Das heißt, der Staat hat Rekordsteuereinnahmen und kaum Ausgaben für Zinsen. Der Bürger zahlt seine Steuern, bekommt aber umgekehrt wegen den Zinsen nichts mehr für die erworbenen Lebensleistungen. Das heißt, wir sind in einem Ungleichgewicht gekommen zwischen Staat und Bürger, wenn es um Finanzen geht. Natürlich wollen wir weiter ausgeglichene Haushalte. Wir in Bayern sind das einzige Bundesland, das seit 13 Jahren einen ausgeglichenen Haushalt hat, das Geld zurückzahlt. Ich muss Ihnen das ehrlich sagen, in unserem Land wird so viele Ideen gemacht, wie man Geld ausgeben kann. Das können Sie sich vorstellen. Als Finanzminister frage ich jeden Tag Menschen, die nur Ideen haben, wie man das Geld anderer ausgibt. Dabei macht sich kaum einer Gedanken, wie man so ein Geld erstmal verdienen muss und mit welcher harter Arbeit man es machen muss und mit welchen Herausforderungen man da kämpfen muss. Denn der Staat hilft manchmal, das sind wir mal ganz ehrlich, mit seiner Bürokratie macht das einem manchmal auch nicht leicht. Und insofern sage ich einfach mal Ihnen einen Respekt und Dankeschön, alle, die sich wirtschaftlich engagieren, die eigentlichen Gutmenschen in unserem Land, sind nicht diejenigen, die nur wissen, wie man das Geld anderer ausgibt, sondern Gutmenschen sind die, die Geld verdienen und noch ein bisschen was an Staat und Steuer geben. Das sind Sie. Herzliches Dankeschön dafür. Danke für diese Arbeit. Und deswegen werden wir die größte Einkommensteuersenkung machen seit 30 Jahren, im Gegensatz zu Plänen der Steuererhöhung. Also ich muss Ihnen ehrlich sagen, ich war echt überrascht, ich habe das vor 4 Jahren gemacht. Da war ich in so einer Kommission mit dabei, zur damaligen Koalition. Nur Steuererhöhungsvorschläge. Und auch jetzt wieder. Viele politische Mitbewerber von uns wollen Steuern erhöhen. Und Steuern erhöhen. Einkommensteuer. Erbschaftssteuer vor allem. Bei der Erbschaftssteuer sage ich zum Beispiel ganz ehrlich, jetzt wenn ich an Mittelständler denke, mich ärgert, das ist die einzige Steuer, die schon auf versteuertes Geld kommt. Aber trotzdem bin ich der Auffassung, es ist jetzt die Zeit, darüber nachzudenken, bei diesen Rekordsteuern, was man mit dem Geld macht. Bei Sekt drin, meine Damen und Herren, dann zahlen Sie indirekt Sektsteuer mit. So. Wenn Sie die Sektsteuer zahlen, dann denken Sie bitte an Kaiser Wilhelm. Denn die Sektsteuer gibt es, weil Kaiser Wilhelm der Zweite eine Flotte brauchte, er hat aber kein Geld gehabt, also die Steuer. So. Die Kaiser Wilhelm ist versunken, die Flotte auch, zum Glück. Ja. Aber die Sektsteuer bleibt. Jetzt kann man sich, warum redet ihr jetzt von der Sektsteuer, wo es Abgesamtsteuer vor sich hat? Ja. Es gibt eine Steuer, die auch einen Grund hat, der jetzt wegfällt. Was meine ich? Im Jahr 2019 erklären im offiziellen Beisein der neuen Bundesländer, wird der Solidarpakt und Aufbau Ost für beendet erklärt. Historische Leistung. Ne? Haben wir viel gemacht. Frage. Wenn der Aufbau Ost offiziell endet, warum soll der Soli dann bleiben, meine Damen und Herren? Wir haben jetzt eine Diskussion, wo manche sagt, dein Freund Martin Schulz sagt, naja, ein bisschen was abschaffen schon, aber nicht für alle. Vieles soll weiterzahlen. Meine Damen und Herren, ich habe noch Verständnis dafür, wenn eine Aufgabe ist und man muss finanzieren, dass man darüber reden kann. Aber wenn der Aufbau Ost beendet ist, dann finde ich es selbstverständlich, wenn ich das sagen darf, dass die Abgabe, die dahinter steht, auch endlich wegfällt. Und darum sage ich Ihnen, es ist an der Zeit, den Soli endlich abzuschaffen, ihn abzubauen, weil ich finde, meine Damen und Herren, wir waren lange genug solidarisch, wir haben genügend Aufgaben im Westen und ich finde, deswegen gehört der Soli weg und zwar für alle, nicht nur für wenige, meine sehr verehrten Damen und Herren. Das hat sich wirklich. Ich bin mir noch nicht sicher, ob das alles so perfekt gelöst ist, wie man seine jetzt redet, wenn ich mir zuwandern will. Ich bin sehr dafür, dass wir fachliche Zuwanderung bekommen, wenn es um Arbeitskräfte geht. Aber ich bin mir noch nicht sicher, meine Damen und Herren, ob das eine gute Idee ist, und manche diskutieren, alle Grenzen dauerhaft offen zu lassen und aus der ganzen Welt die Leute zu uns lassen. Der Freistaat Bayern, und dass Sie das mal gehört haben, gibt pro Jahr mehr Geld für das Thema Asyl aus, als der gesamte Bereich und Etat des Wirtschafts, des Umwelt- und Gesundheitsministeriums zusammen. Alles, was für Energieförderung, für Wirtschaftsförderung, für Krankenhausbau, für Medizininfrastruktur ausgegeben wird in Bayern, ist weniger pro Jahr, als wir nur für Asyl ausgeben. Das müssen wir nur mal von der Dimension, das können wir uns Gott sei Dank leisten. Aber den ewig, meine Damen. Wir können auch hoffen, wir wollen Menschen wirklich eine Perspektive geben.
Aber wir werden es nicht schaffen, jeden Menschen, der auf der Welt ein neues Schicksal sucht, automatisch mal das aufnehmen zu können. Und darum bleibe ich dabei und zwar fest überzeugt. Es ist natürlich notwendig. Schauen Sie, in diesem Raum gibt es auch eine Obergrenze. Wenn nochmal 1000 kommen, wäre zwar ganz schön, aber dann passt es nicht rein, um ein geordnetes Essen und Veranstaltungen zu ermöglichen. Und genauso ist es in Deutschland auch. Wenn wir überhaupt eine Chance auf eine Integration haben wollen, dann geht Integration nur, wenn am Ende eine vernünftige Struktur und Zahl an Menschen da ist, die überhaupt zu integrieren sind. Und nun bleibe ich dabei. Alle, die sagen, öffnen alle Grenzen auf Dauer, lassen Sie ihn rein, kann ich nur eines sagen, wir brauchen Obergrenzen. Wir müssen wissen, wer in unser Land kommt. Wir müssen wissen, was jemand in diesem Land will. Und ich sage Ihnen ganz offen, wenn jemand offen sagt, dass er uns nicht mag, wenn jemand offen sagt, dass er unsere Gesellschaftsordnung nicht akzeptiert, wenn jemand der festen Überzeugung ist, er will unserem Land schaden, dann finde ich, macht es keinen Sinn, unendliche rechtsstaatliche Verrenkungen zu machen oder darauf zu hoffen, dass er irgendwann doch noch ein anständiger Kerl wird. Wer dieses Land ablehnt, wer die Werteordnung nicht akzeptiert, der hat in diesem Land einfach keine Zukunft, meine Damen und Herren. Wir brauchen eine klare Regelung, wie man sich in einem Land zu benehmen hat, meine Damen und Herren. Wir haben den Bayerischen Landtag. Ich habe vor einem halben Jahr mit Karl Straub eine ganze Nacht verbracht. Und es war nicht mal die Schlüssel. Ja, wir waren nicht allein, es waren mehr dabei. Wir waren im Bayerischen Landtag. Wir haben über das Thema von Integration und Zusammenleben geredet. Und Sie können sich gar nicht vorstellen, welche unterschiedlichsten Auffassungen es dazu gibt. Es gibt tatsächlich Leute, die der Auffassung sind, man muss gar kein Deutsch können, um hier im Land zu leben. Da sagen manche Leute, es sei Zwangsgermanisierung. Dabei sage ich ganz offen, wenn man in einem Land leben will, was muss man denn sonst können als die Sprache? Ja? Für mich ist ganz klar, wer in unserem Land leben will, der muss Deutsch können, Bayerisch und wenn er besonders sprachbegabt ist, Fränkisch, meine Damen und Herren. Ja? Die Sprache gehört unmittelbar dazu. Ja? Zweitens, er muss sich zu den gemeinsamen Werten bekennen. Diese Werte stehen in unserer Verfassung. Gleichberechtigung von Mann und Frau, religiöse Toleranz und darüber hinaus noch Werte, wie man miteinander in einem Land umgeht. Und darum sage ich Ihnen, auch Respekt vor der Eltern, aber auch Chancenmöglichkeit für die Jüngeren. Ich sage Ihnen Folgendes, am Ende muss jeder, der zu uns kommt, sich unseren Werten, Sitten und Gebräuchen anpassen und nicht umgekehrt machen. Wir müssen versuchen, in unserem Land auch vernünftige Diskussionen zu führen. Ich will Ihnen das mal anhand des Autos sagen. Also, Herr Karl ist ein bisschen auch ein Autoverdiener. Ja, hat jetzt nichts mit Diesel zu tun, aber Auto, ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber so ein bisschen schwierig tue ich mich mit der gesamten Debatte, die wir da in Deutschland führen. Wir leben von Industrie und Wirtschaft. Ohne, die Wirtschaft ist nicht alles, aber ohne Wirtschaft ist alles anders. Unsere Landwirte müssen sich manchmal angreifen lassen, da wird über die Lebensmittel geredet. Noch nie waren Lebensmittel in Deutschland so hochqualitativ und die bayerischen sind mir die besten der Welt. Deswegen können wir sie übrigens auch exportieren. Ich sehe auch übrigens nicht ein, dass wir Handelsüberschüsse abbauen. Im Zeitungsstand, die Deutschen sollen Handelsüberschüsse abbauen. Ja, meine Damen und Herren, wenn unsere Produkte gut sind, dann verkaufe ich sie auch ganz gerne. Ich fange doch nicht an, künstlich in Deutschland was zu regulieren. Ja? Dass bayerische Lebensmittel besser sind als andere, ist gut so. Ich finde eher weiter so. Lieber mehr Handelsüberschüsse machen. Und beim Auto gilt das Gleiche. Wir leben von diesem Auto. Jeder, der denkt, ohne das Auto hat Bayern, hat unsere Region die wirtschaftliche Kraft, der irrt fundamental. Jetzt bin ich auch dafür, dass man Grenzwerte einhält. Ich muss Ihnen aber ehrlich sagen, manchmal frage ich mich, wer hat eigentlich die Grenzwerte definiert? Es ist tatsächlich so, dass in einem Büro ein höherer Stickoxidwert sein darf als an der Landshutallee in München. Ja, da frage ich mich schon, meine Damen und Herren, also jetzt kann man darüber reden, wie es in einem Büro zugeht, ja, oder wer da gerade an der Landshutallee steht. Ich bin da sehr dafür, Grenzwerte einzuhalten. Wenn am Ende es aber so ist, dass Grenzwerte irgendwann willkürlich gewählt werden und völlig unterschiedlich definiert werden, um einzelne Industrien zu belasten, dann rate ich uns einfach zu mehr Vernunft, meine Damen und Herren. Ich hoffe auch sehr, dass wir die modernste Technologie der Welt haben. Und eines muss Ihnen klar sein. Am Ende muss man in Deutschland noch in der Lage sein, Wirtschaft zu produzieren.
Und bei allen Verständnissen und Werten, die Grünen und andere unterbringen, meine Damen und Herren, ich bin der festen Überzeugung, wir sollten alles dafür tun, dass wir auch unsere Produkte nicht immer schlecht reden, sondern in der Welt dafür sorgen, dass deutsche Produkte in bayerischer höchstem Standard bleiben, weil nur vom Verkauf können wir leben, meine Damen und Herren. Von der Kritik wird kein Kind unterstützt, keine Schule gebaut und kein Unternehmen erhalten. Darum werbe ich dafür, dass wir über Grenzwerte reden, aber die Wirtschaft stärken und sie auch, meine Damen und Herren, hochhalten, denn ohne Wirtschaft ist alles nichts. Davon bin ich fest überzeugt. Mehr Vertrauen für die Anständigen, mehr Misstrauen gegenüber den Unanständigen, mehr Freiheit für wirtschaftliche Entwicklung und lieber einen starken Staat, wo es braucht. Also wir brauchen weniger Kontrolleure beim Mindestlohn und mehr Kontrolleure an der Grenze, meine Damen und Herren. Dann wäre Deutschland besser geholfen. Herzlichen Dank.